noch mehr Pfeile plus 2. Das ist auch ganz okay. So, dann holen wir uns jetzt das letzte Gemälde hier. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Okay, das war ein Feuerball. Den konnten wir schlecht ausweichen. Hm. Keine große Herausforderung. Warum gehen wir nicht hin und metzeln das da drüben einfach nieder? Also gut, das ist ein Gedankenschinder. Auch wenn ich Gedankenschinder nicht unbedingt so in Erinnerung habe. Das ist ein Jin A. Ja, so, wenn man es so betrachtet. So, das war jetzt nicht schwierig. Schwerter statt Wörter. Madness Tempters. Das wird leider nichts bringen, weil das kein magisches, starres Denken ist, oder? Ja, das ist betäuben. Ich bin schon unterwegs. Jetzt müssen wir halt warten, bis das abklingt. Mal gucken, was er dabei hatte. Zweihändiges Schwert. Wir können es natürlich nicht identifizieren. Hm. Wurde aber auch, hätte ich auch gemacht. Sieht nämlich nach einem ziemlich mächtigen Zweihänder eigentlich aus. Ich warte. Nun gut. Auf jeden Fall Gegenstände. Oh, ach ja. Mein Kumpel Keldon hätte ich fast vergessen. ETW, zusätzliche Trefferpunkte und Sagenkunde. Ja, sehr schön. Sein muss. Was hat der Geistertrolle? Fähigkeitswert gesenkt. Ah. Das sollte nicht sein. Fragt nur. Mhm. Was immer ihr wünscht. Kümmern wir uns als nächstes erst um den Djinn. Oh, der Troll hat auch was dabei. Ein Katana. Das wirst du wahrscheinlich aber auch nicht identifizieren können. Malakka. Das heißt, mir selbst die Rüstungsklasse gegen Klingenwaffen. Könnte im Moment theoretisch benutzen. Ist aber ein Katana und gegen. Für Katana hat sie nichts. Sie hat Kurzschwerter und Dolche. Gott. Ein adliger Djinn. Hier frisst meine adligen Geschosse. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Mhm. Ich warte natürlich. Jetzt bleibt nur der Erdkoloss, oder? Ja. Nächstes Mal. Wer hat die Wolfwehrs eingeladen? Ja? Ich helfe dir. Ich werde es tun. Ja. Thank you.
Das sollte nicht sein. Schmeckt nach Hühnchen. Wenn es das ist, was ihr wollt. Hat das etwa wehgetan? Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Da steht ein Nebengolem oben. Minsk und Bo, allzeit bereit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir hier noch nachforschen sollten, bevor wir da oben reingehen. So, Phantomklinge hat geklappt. Wurfpfeile. Beißende Bolzen. Kugeln plus 1. Langsam wird unser Inventory wieder voll. Beißende Pfeile. Und ein Eisfall. Wir könnten aber ja hier ein bisschen was rüberschieben. So an leichtem Zeug. Damit unsere starken Jungs anderes Zeug tragen können. Okay. Ich warte. Nun gut. Na. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ja, was möchtet ihr? Gut. Halte die Augen auf. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Ort wie diesem lauern können. Langsam habe ich Mithril-Münzen. Ja. Hoffentlich klappt das. Irrgarten ist nämlich gar nicht so schlecht. Der Zauber erzeugt einen außerdimensionalen Raum, der ein riesiges Labyrinth aus sich ständig verändernden Kraftfeldern darstellt. Das Opfer wird in das Labyrinth befördert. Wie lange es dauert, bis es sich befreien kann, hängt von seiner Intelligenz ab. Intelligenz des Opfers, Dauer des Aufenthalts im Irrgarten. Ja. 5W4. Hä? Ach, Runden, okay. Irgendwann ist ziemlich mächtig eigentlich, um starke, dumme Wesen, wie zum Beispiel Super-Oger oder bestimmte Dämonen oder Teufel loszuwerden. Dieser bizarre Apparat hat einen kleinen Schlitz, der sich in einer wunderschön gearbeiteten Verkleidung befindet. Auf einer alten Tafel, die beiläufig in einen Ritz der Maschine gesteckt wurde, steht eine Nachricht. Die Nachricht lautet: Meister, eure Stiefel sind ordentlich rekombuliert. Ich habe die Sohn distinktifiziert. Es war eine entzückende Erfahrung, meine Hand mit einer solchen Aufgabe betraut haben zu dürfen. Ihr seid mein Herr, ein Mann von ausgewählter Tapferkeit. Diese Schmeicheleien gehen dann einige Zeit so weiter. Das Münzsystem wurde nach euren genauen Spezifikationen eingestellt. Die Maschine wird qualitativ hochwertiges Schuhwerk ausgeben, sobald eine Mithril-Münze in den Schlitz geworfen wird. Verstohlenst Gropinev, euer Spaßvogel. Die Maschine kann aktiviert werden, indem ihr eine entsprechende Anzahl an Münzen in den Schlitz steckt. Um die Maschine zu benutzen, müsst ihr über genügend Münzen verfügen. Was wollt ihr machen? Weiter nach Münzen suchen. Ich will gucken. Ich warte. Gut. Ich weiß nicht mal, wie viele Mithril-Münzen es hier überhaupt gibt. Ich weiß nicht mal, ob mir Mithril-Münzen noch irgendwas bringen. Lehmgolems. Mhm.
Jeder, wo immer Zeit auch schön. Auch hingeht, macht er bewaffnet, stürzt dich in mein Schwert. Was kann ich tun? Da sorgen wir sicherheitshalber selber für ein bisschen frei heraus. Schutz. Das war der falsche Zauber, egal. Was immer ihr wünscht. War klar, dass verschlossen ist. Ja, einverstanden. Kriege ich jetzt vielleicht mal was Anständiges zu metzeln? Kacke. Ich bin schon ohne meine Hunden schwach genug. Könnte mir hier mal jemand zur Hand gehen? Mhm. Habe ich dran gedacht zu Quicksave? Ja. Können wir jetzt langsam mal mit der Metzelei anfangen, ja? Große Herausforderung. Ja? Ach ja, und ist super, dass das da nur auf eine Person geht. So, dann haben wir ja noch das da. Ja. Verstanden. Achso, das macht sie noch nicht aggressiv. Ich warte. Für die Gefallenen! Hat das etwa weh? Okay, okay, schön. Ja. Du kümmerst dich mal lieber selber um deine Wunden. Kurzbogensehne, hey! Das ist die Sehne zum Bogen. Wer hätte es gedacht? Ich helfe, wo immer ich kann. Vita, die Dienerin der Natur ist bereit. Vita, Mortis, Vita, Mortis. Wie war das eigentlich nochmal? Sie ist Stufe 11. Sie ist Stufe 16, hat aber eine Stufe weniger hier unten. Sie hinkt ein Stück hinterher, aber das wird sich geben. Weil die anderen werden irgendwann mal das Maximum erreichen. Mann, ich weiß nicht mal mehr, wie viele Mithrilmünzen es überhaupt gab in diesem in dieser Anstalt. Ob es nur 15 waren oder ob es 20 waren. Hi, Troll. So. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschrumpelte Körper verlangt nach einer Pause. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht bitte eine kleine Rast einnehmen? Schmeckt nach Hühnchen. Wisst ihr? Los, spuck es aus. Geht klar. Dabei sind wir noch nicht mal so lang unterwegs. Oder hat die Hast dafür gesorgt? Hallo, Mäuslein, Mäuslein. Das Ende der Jagd steht hier und jetzt bevor. Ich hatte erwartet, dass ihr kommt. Ihr werdet eine Närrin, ließet ihr mich Irenikus erreichen. Komm schon, es muss doch etwas geben, mit dem ich euch besänftigen kann. Nehmen wir dann das. You were amusing, but the game is over. One last time. Let our paths cross in blood. Ich konnte es nicht ertragen, euch gehen zu sehen. Ihr wart unterhaltsam, aber das Spiel ist vorbei. Letztes Mal sollen sich unsere Wege im Blute treffen.
Spot? Auf euren Beschon erledigt. Ja. Ein Geschöpf aus reinem Tod und dunkelstem Schatten. Kind des Baal, was ist das euch geworden? Ein Monster. Ich bin aber gerne. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Auf geht's. Ist was los? Wurde aber auch schon unterwegs. Ihr würdet doch wohl keine Frau schlagen. Uff.